Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Was macht denn der jetzt hier? Vor allem wie? Hallo? Ich habe hier zugemacht. Du solltest nicht hier sein. Ich würde ihn so unheimlich gerne fangen. Ich habe so unheimlich Schiss vor dem 34. Ich mach das noch nicht. Warte mal, die haben angepflanzt. Ich guck ganz kurz hier in die Kiste, hoffe ich. Und keine Samen verbraucht. Kann das sein, dass sie die Felder bestellen, ohne Samen zu verbrauchen? Das wäre voll cool. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich würde jetzt gerne los tingeln und mir einen Flugpelz suchen. Ich würde mal von hier anfangen, weil da waren ja auch ein paar Flugpelz. Wenn wir da einfach mal einen mitnehmen und nach Hause bringen, ich glaube, das ist ein Plan. Vermute ich. Hoffe ich. Also, um ehrlich zu sein, ist es keine Vermutung, es ist wirklich, ne, eher eine Hoffnung. Dann schauen wir mal. Wir können ja mal hier rüber klettern zum Beispiel so ein bisschen. Generell auch hier sollten wir noch ein bisschen weiter fangen. Nebenbei einfach. Wenn sie das überleben würden. Vielleicht sollte ich hier einfach die Sphären so schmeißen. Nur zum Vervollständigen. Zum Leveln. Ja. Einmal. Bleib bitte drin. Ja. Komm, wenn ich dich angreife, ist... Siehst du? Genau das passiert, wenn ich dich angreife. Ich hab ihn ja noch gewarnt. Oh. Muss ja nicht sein. Langfristig gesehen, vielleicht sollte ich mir einfach trotzdem noch eine schwache Waffe mitnehmen. Irgendwie, keine Ahnung, Basie oder so. Da unten. Ich war da hinten, aber ich war, glaube ich, noch nicht da unten. Oh, hier ist schon wieder ein Ei. Ich dachte, ich sterbe. Ich war mir sicher, ich sterbe. Ich will das Ei haben. Dankeschön. Zerfurcht das Ei. Klingt nach Boden. Lammball können wir einfach, ne, können wir einfach drauf schießen oder scheißen. Weil da haben wir die 10 schon voll. Wäre cool, wenn du drin bleibst, sonst könnte es sein, dass du stirbst. Ich meine es ja nur gut. So, da oben waren wir, oder? Das war dieses Startgebiet. Meine ich. Sofern die Truhen nicht respawnen, dürfte da nichts mehr sein. Okay, hier war ich doch noch nicht. Also da oben dachte ich halt, ich habe nicht mal gesehen, dass es runtergeht. Truhen nehme ich natürlich mit. Nicht, dass jetzt bisher irgendwie was großartig Spannendes drin gewesen wäre, aber besser haben als brauchen. Gerade jetzt, wo ich weiß, wie teuer der ganze Scheiß ist bei den Händlern. Ja, hier waren wir. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Treppe ist, dass es nochmal runter geht. So, einmal erst umgucken. Ist in die Richtung noch... entweder ist hier einfach nur mehr. Glaube ich aber nicht. Das war schlecht. Ich wollte eigentlich nur abspringen. Aber den Gleiter wollte ich erst unten aktivieren. Hot.
Das ist eine Sphäre. Aber vom Weiten sah es ein bisschen aus wie ein kleines Ei, aber naja. So, weißt du was? Das riskiere ich jetzt einfach. Weil dich habe ich noch nicht. Du bist schön auf Entfernung. Das heißt, ich habe Zeit. Wäre doch ganz cool, wenn das klappt. Genug Pfeile sollte ich aktuell auch noch haben. Und da ist auch noch eine Höhle. Da schauen wir auch. Schauen wir da rein? Ich glaube nicht. So, nochmal darf ich nicht. Also du musst jetzt irgendwie da drin bleiben, bitte. 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 Ja, Mann. Sehr gut. Könnte das hier der Strand sein, an dem, ja, an dem alles gestartet ist? Ja. Also unser Abenteuer. Hm. Ja. Hört doch mal auf, die Bälle abzuwehren. Hm. Geht da ja wieder rein, verflucht. Oh. Oh. Ja. Ja. Als ob du jetzt dieses kleine Kackvieh. Man darf ich nicht sagen. Ich unterschätze das ganz schnell. Wie ätzend. Und wie komme ich da jetzt runter? Ich habe den Gleiter dementsprechend aktuell nicht mehr dabei. Warum bleiben die nicht einfach drin? Ich will die doch gar nicht schlagen. Andererseits, vielleicht stehen sie drauf. Scheint nämlich ein bisschen so. Ich glaube, die wollen geschlagen werden. Ich überlege nur, mit was kann ich am besten da reinholzen, ohne dass ich die gleich instant kill. Ich glaube mit der Fackel, weil Spitzhacke ist inzwischen nicht schlecht. Die Axt ist nicht schlecht. Wir gucken gleich mal. Ja, Depresso, gönn dir erstmal ein Päuschen. Macht er überhaupt irgendwas? Aber irgendwie habe ich jetzt noch einen Kativa gefangen. Okay. Komisch. Kriege ich Schaden in Wasser? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Habe ich Schaden bekommen? Oder ist das einfach der Schaden, den ich noch habe, weil ich tot war? Weiß man nicht. Schönes Wasser übrigens. Sehr, sehr hübsch. Na, so ein Zufall. Die nehme ich doch gleich mit. So, pass auf. Nehme ich mit. Hier nehme ich auf jeden Fall meinen Scheiß erstmal wieder mit. Dann holen wir uns hier noch die Kätzchen. Und dann sollten wir eigentlich schauen, dass wir langsam wieder nach Hause kommen, weil es wird dunkel. Andererseits, im Dunkeln war hier, glaube ich, das eine Flugviech, was ich mir gerne gönnen würde. So, von den Kativa brauchen wir noch 4. Hier auf dem Weg sind Minimum 2, die ich schon gesehen habe, wenn die sich mal bitte fangen lassen würden. Da ist Nummer 3, die haben wir beide sicher. So, dich noch. Dann fehlt nur noch 1. Ja. Davon brauchen wir halt auch noch ein paar. Hallo, bleibst du mal bitte? Hallo. Hallo. So, bleibst bitte drin. Bei Gelegenheit holen wir uns noch ein paar Hühnchen. So ein bisschen KFC-mäßig. Ja, er wird schon hinhauen. Ist halt aktuell unsere beste Möglichkeit zu leveln.
So, dann klettern wir hier mal wieder hoch. Dich brauche ich jetzt dann praktisch nicht mehr. Ich gehe mal hier den Weg. Der gar kein Weg ist. Cool. Ich dachte, da ist vielleicht nochmal eine Statuette oder so. Kann ich die einfach so fangen? 11%, 17%. Während sie schlafen. Gut, dann, wenn es nicht anders geht. Hätte ja nicht sein müssen, ne? Dass wir hier Krieg führen. Dich haben wir. Hallo. Der schmeißt inzwischen sau oft vorbei, einfach in den Boden rein. Dich haben wir. Noch 4 Stück davon, dann ist das auch voll. Und wir sind gleich Level 18. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas aufsammle, egal was, sind wir Level 18. Das heißt, dann können wir zu Hause umbauen. Das gibt ja auch wieder Erfahrungspunkte für Level 19. Und dann können wir breeden. Nice. So schnell kann man sein Ziel erreichen, wenn man halbwegs bei der Sache bleibt. Ne? Wenigstens halbwegs. Liegt mir zwar nicht besonders, aber... Naja, vielleicht sollte ich da auch einfach ein bisschen an mir arbeiten. Ein bisschen Konzentration. Andererseits, eigentlich hat das, was ich wollte, gar nicht geklappt, weil ich mich darauf nicht konzentriert habe. Ich wollte eigentlich einen Flugpell. Unseren ersten richtigen. Und ich würde sie halt irgendwie auch gerne mitnehmen, aus Prinzip. Die Viecher könnten wir auch noch fangen. Daydream, davon haben wir noch nicht genug. Ja. Vielleicht klappt's ja. Auf Anhieb. Yo. Und Level up. Schade. Ich dachte, er überlebt. Also wenn ich den jetzt angreife, im Schlaf, könnte sein, dass er tot ist. Wir haben Glück gehabt. Guck mal hier, überall diese Liftmonk-Statuen noch. Oh, ich will die haben. Besser jetzt als irgendwann anders. So, dich nehme ich auch noch mit. Och Mann, warum sterben die denn so schnell? Und das ist eine Kiste. Und ein Tagebucheintrag. Nehme ich natürlich beides mit. So, zeig mal. Zeig mal her. Bei einem Erkundungsspaziergang fand ich eine Sphäre, die ein seltsames blaues Licht ausstrahlte. Ich warf sie beiseite und eine Kreatur, die zufällig in der Nähe war, leuchtete geheimnisvoll auf und wurde scheinbar von der Sphäre aufgesogen. Ungläubig hob ich die Sphäre auf. Die Kreatur formierte sich aus dem Licht wieder neu und sah mich grinsend an. Zu meiner endgültigen Überraschung half mir das Wesen sogar, eine Hütte zu bauen, um mich vor Wind und Wetter zu schützen. Ein echter Kumpel in der Not. Ich beschloss, die Kreatur liebevoll Pell zu nennen. Der Insel gab ich passend dazu den Namen... Pelopagos. Also heißen die Viecher vielleicht gar nicht wirklich so, sondern irgendjemand war halt mal hier und hat beschlossen, das so zu nennen. Cool. Ich meine, okay. Warum auch nicht? Das ist ja eine Geschichte, ne? Das ist ja ein Ding. Chickipi war mal voll, oder? Ich guck mal kurz, ich weiß es nicht mehr. Chickipi? Noch nicht. What? What?
danach braucht man praktisch noch eins davon. Aber Chickie rennt ja hier auch überall rum. Dich würde ich einmal anhitten. Müssen wir auch voll machen. Also im Endeffekt sollten wir sowieso alles mitnehmen. Der erste Schuss macht nicht mal annähernd die Hälfte und beim zweiten sind sie einfach down. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht sein. Ja. Okay, das wollte ich nicht. Aber hat halt einfach aus Versehen geklappt. Gut. Ja. Ja. Kommt schon, ich kann und möchte euch nicht nochmal angreifen. Hast du davon? Hör mal auf damit. So, dich nehme ich aber jetzt sicher mit. Hier versuche ich auch noch mal mein Glück. Hallo? Bleib doch drin. Sei doch nicht so. Ich sag's dir, ich habe genug Sphären dabei. So. Haben wir das. Das ist eine sichere Sache, der bleibt drin. Diesmal, endlich. Wie viel haben wir noch? 112, 154 Pfeile? Ja, alles cool. Da können wir Hukratas wahrscheinlich auch gleich voll machen. Das ist das letzte Chickie-Pie, das wir noch brauchen. Moin, hallo. Pass mal kurz, bleib mal kurz. Mach das nicht. Dankeschön. Dann nehme ich dich bitte schön noch mit. So, ein Chickie-Pie. Die sind ja sowieso auf Randale aus. Sichere Ding. Ich empfehle dir mach's nicht. Du würdest es nicht überleben. Chickie Pie ist nämlich voll. Hier müssten wir dann dementsprechend gar nichts mehr fangen im Gebiet unserer alten Base. Außer diesen Feuerfuchs und den Pinguin. Die sind aber erst weiter unten, meine ich. So. Wir können natürlich hier dieses cremig-Dings könnten wir uns auch noch holen. Da fehlen, denke ich, auch noch ein paar. Die sind aber leider auch One-Hit. One-Hit-Wonders. Okay, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Entfernung zu tun. Je näher ich dran bin, desto mehr Damage mache ich. So, das... Ach so, das ist der Boss Marmores und das da oben ist einfach so ein Random. Ach, cool. Ich habe mich schon gewundert. Ich würde den ganz gern trotzdem aktuell nicht angreifen wollen. Aus Angst. Bin ehrlich, das ist hauptsächlich Angst. Mein Level 38, 4360. Andererseits, ich glaube, wir würden ihn packen. Oh nein, ich mache bloß einen Damage. Oh nein, ich mache bloß einen Damage. Könnte das ein Fehler gewesen sein? Ich bin mir relativ sicher, es
war ein Fehler. Wie nah müsste ich denn bitte ran? Okay, du bist down. Guck mal, da ist ein wilderer Jäger, der dich angreift. Das war ein ganz dummer Fehler. Das war ein richtig dummer Fehler. Der macht das schon. Warum? Warum mache ich bei dem bloß einen einzigen Damage? Oh, ich muss dahin. Oh oh. Ich glaube, das wird nichts. Der ist schneller als ich. Ich krieg so keine Schnellreise hin. Okay, haut ab. Merke, das ist ein ganz dummer Fehler. So weit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Ich reise erstmal zurück. Wir können endlich unsere Base ausbauen. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein. Das Ding reißen wir ab. Dann mache ich die Palisade durch. Hier würde ich auch nochmal einen Ausgang machen. So. Nein. Wir machen erst die Palisade und dann würde ich... Was? Ach, weil hier der Scheiß rumliegt. Oh, jetzt. Wir müssen ein bisschen aufsammeln. Kann ich alles nehmen ohne überladen? Okay. Ohne überladen zu sein, ja, kann ich. So. Dann würde ich hier den zweiten Ausgang machen. So in etwa. Und dann machen wir hier nur noch dicht. Ich glaube, dann sind wir, was die Überfälle angeht, erstmal auf der sicheren Seite. Also hoffe ich. So. Sollte ich das hier offen lassen? Ah. Apropos Überfall und sicher, ne? Kommen die jetzt hier noch rein? Eigentlich ja nicht, oder? Ja, so habe ich nicht genügend Material, weil ich nicht drinstehe. Nein, doch. Wird schon klappen. Okay, die versuchen halt jetzt wirklich außen rum zu laufen. Hier schaut die Palisade gar nicht geil aus. Zumal der eine Foxparks draußen ist. Das reiße ich wieder ab. Kenne ich nix. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt viel sicherer, habe ich das Gefühl. Weil wenn die das Ding halt hier komplett kaputt machen, hätte ich mir das irgendwie sparen können, glaube ich.
Da würde ich mich eher drauf verlassen, dass meine Pell-Freunde das hier alles im Griff haben. Aber hier ist das Level ab, was ich wollte. Danke, danke. Stirb. Du brauchst jetzt hier überhaupt nicht rumturnen. Ihr sollt sterben, verdammt. Also, ich finde die nicht so geil. Ich nehme jetzt so scheiß viel Holz auf, ne? So wie ich das sehe. So wie ich das sehe, hauen die meisten davon jetzt eh wieder ab. Down, down, da down. War ein Versuch. Ich finde es aktuell nicht so cool. Wir werden da mit Sicherheit mal. Aber nicht jetzt. Sollen sie sich einfach mit den Bilderern nicht rumjagen, ganz ehrlich. Das ist nicht. Ist nicht das Wahre. Ich baue mir hier ein schönes Haus. Schön mit Stein. Und dann ist gut. Was ist mit den Eiern? Sollten die nicht eigentlich inzwischen. Die müssten, glaube ich, fertig sein. Lass mich bitte an die Holzkiste. Ja. Ach ja, stimmt ja. Ich habe auch schon wieder das nächste Ei. Also diese Brutmaschinen werden umziehen, definitiv in unser Haus. Der hat jetzt auch. Ach man, ey, die haben ständig irgendwas. Entweder haben sie was gebrochen oder sie haben eine Verstauchung. Dann haben sie ein Magengeschwür. Boah, die sind so unheimlich anstrengend. Klar, das sind unsere Freunde, das sind unsere Pelz und so, aber boah. Schwierig. So. Technologien. Einmal das. Einmal das. Ich gehe davon aus, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Megagleiter fühle ich. War ich nicht der Schild? Ach, Megaschild haben wir schon. Sollte ich vielleicht mal herstellen. Ich glaube, die Werkzeugkiste brauchen wir nicht. Das hier wäre so als nächstes. Ich hau mir mal schnell was rein. Der Megaschild, ne? Was braucht man dafür? Kann ich den oder kann ich den nicht herstellen? Antike Bauteile. Wie war denn das mit den antiken Bauteilen? Die gab es, glaube ich, immer wieder mal aus Kisten oder so. Es gibt kein Steinfenster? Also bitte, das finde ich schwach. Also, nee. Ach doch, hier. Es geht weiter. Hat jetzt zwei Seiten. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ist, glaube ich, ganz nett. Wo baue ich das denn mal? Ich möchte im Gebiet bleiben, dass ich einfach jederzeit erweitern kann. Das Eisending könnte man mal dahinter machen. Ich vergesse jedes Mal dieses in Reihe bauen. Hier bin ich jetzt wenigstens sicher, dass das Teil, also diese Bude, die fackelt mir nicht ab. Das ist ziemlich, ziemlich sicher. Dann einen Eingang, wobei dafür bräuchte ich eigentlich erst nochmal das hier. Dann so.
eine Tür. Da mache ich erst Fenster. So. Dann die ersten Wände. Überleg auch, ob ich eine Etage einfach zwei hoch mache. Einfach weil ich es kann. Dann bräuchte ich hier eigentlich auch noch ein Fenster. So. Ding ist bloß, ich hätte gern zwei Etagen. Das heißt, das würde halt schon relativ hoch werden. Und innen drin. Warum war der gerade auf Kampf? Innen drin baue ich halt definitiv mit Holz. Trotzdem, ich finde es halt schöner. Holz ist einfach wärmer. So. Da. Achso, nee, ist ja kein Fundament. Entschuldigung, es ist natürlich das Dach. Treppenhaus. Natürlich. Also erstmal mache ich eine Decke drauf. So eine durchgehende. Dann schauen wir, wo wir einen Durchbruch machen. Zwecks der Treppe. Ich weiß auch nicht, irgendwie würde ich die Treppe gerne in der Ecke machen. So. Hier vielleicht? Dann brauche ich die Treppe. Dann müsste das hier weg. Ich hoffe, das reicht. Dann kommen wir hier hoch. Dann wäre hier die zweite Etage. Ja, ja. Hier unten würde ich, glaube ich, eher so auf Bauen gehen, oben wohnen. Die Statue würde ich vielleicht auch noch nach innen umziehen lassen. Also wir können ja dann generell schauen, was alles reinkommt und was raus. Und auch das Ding würde ich umbauen. Ich würde hier gerne einen richtigen Stall machen. Und die Dinger vielleicht wirklich komplett einfach rein. Ob die uns jetzt dabei helfen oder nicht, mir eigentlich egal. Aber da machen wir uns nächste Folge Gedanken. Dann würde ich sagen, warte. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns. Achso, das ist da drüben. Da drüben ist es mir egal. Ich dachte gerade, greifen jetzt schon mein neues Haus an. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut und tschüssikowski. Ciao, ciao.